Die Bürgerinitiative Rettet den Hörnlwald informiert interessierte Bürger über das Bauvorhaben und über die Möglichkeiten, sich gegen das Projekt zu wehren. Also wir haben jetzt schon 5 Infostände hinter uns gebracht, mit sehr großem Anklang. Es ist unglaublich, wie wenig Menschen eigentlich von hier Bescheid wissen. Deswegen war unser Fuchs jetzt schon unter anderem jetzt heute, am heutigen Tag beim EK Zender am Vormittag, und jetzt stehen wir eben beim Lanzer Tiergartentor. Und wir haben noch 4 weitere geplant, unter anderem beim Grätzelfest in Obersankt Veit sind wir dann auch noch. Und was uns besonders freut, wir sind auch beim Maurerkirtag, am Wochenende vom Maurerkirtag. Weil es uns einfach auch wichtig ist, dass die Grenzbezirke einfach merken, was hier in Hitzing gerade passiert. Denn nur gemeinsam können wir auch der Stadt Wien zeigen, dass das nicht nur ein paar komische Leute sind, sondern dass sehr viele Bürger und Bürgerinnen sich für die Natur einsetzen wollen. Hörnlwald oder Lokomotive Hörnlwald auch, das hat einen Hintergrund auch für uns. War selbst aktiver Fußballspieler beim Lokomotive Hörnlwald. Und das liegt mir natürlich sehr am Herzen, und natürlich auch die nächste Generation soll auch noch so tolle Grünflächen haben. Steinhofgründe ist ein Thema, der Hörnlwald ist ein Thema, und das müssen wir einfach für die Zukunft erhalten. Ja, weil es ein tolles Erholungsgebiet ist und weil der Hörnlwald so bleiben soll, wie er ist, nämlich eine Lunge für die Bewohner des 13. Bezirks. Weil man das ein Anliegen ist, für die Natur etwas zu tun, und das unterstützen wir. Es ist wirklich ein Thema, das nicht nur uns hier jetzt betrifft, sondern vor allem auch die, die noch nichts sagen können, die hier noch nicht für sich kämpfen können. Und das ist unser Bestreben, und dafür setzen wir uns ein. Ja? Also jede Mutter möchte, dass es ihrem Kind gut geht. Man kann sich auf jeden Fall darüber informieren, wie man uns helfen kann, was hier genau passiert. Es gibt Newsletter von uns, also wenn man sich bei uns in der Liste einträgt, bekommt man denen auch zugeschickt. Wir haben unter anderem auch eine Homepage www.hörnlwald.at. Wir sind auf Facebook sehr stark vertreten, auf unserer Fanseite, wo wir auch immer top aktuelle Themen hineinstellen, auch aktuelle Fotos von uns. Beim Projekt Hörnlwald schaut es jetzt gerade sehr gut aus. Wir haben jetzt ein Fahrverbot in der Jembachgasse und in der Josef-Lister-Gasse über 7,5 Tonnen. Das ist schon mal ein kleiner Sieg, weil natürlich da jetzt Sondergenehmigungen eingeholt werden müssten, wenn es zu einer Verbauung käme. Jeder, der sich gerne einbringen möchte, jeder, der auch sagt, wir leben im Jahr 2015, Natur wird immer wichtiger, Naturschutz wird immer wichtiger, ist bei uns gerne gesehen. Wenn man sich einfach nur auf der Zunge zergehen lassen würde, dass man das vor 100 oder 150 Jahren schon gemacht hätte und hier alles abgeholzt hätte, auch den Lanzer Tiergarten, wie wäre dann die Stadt Wien? Wie würde es dann ausschauen hier mit dem Smog, mit der Luft? Ja? Alle sagen, dass die Stadt Wien eine so schöne, lebenswerte Stadt ist. Ja, warum ist sie das? Weil wir unseren Grüngürtel haben, und den müssen wir erhalten. Und gerade eine Weltstadt wie Wien muss sich dessen bewusst sein, und anscheinend ist sie sich das gerade nicht. Ja? Und es kann nicht immer nur um Geld gehen. Und das möchten wir einfach wirklich vermitteln. Es geht hier um unser Leben.